So, hallo. Bin ich denn schon online? Ich glaube, ich bin online. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von IM Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar heute, hier und jetzt zu World of Warcraft Shadowlands Beta. Ja, Blizzard Entertainment hat mich angeschrieben und hat mir den Zugang zur Beta ermöglicht. Und meine Erfahrung möchte ich natürlich mit euch teilen. Ich habe schon angefangen, eine Serie hier mit diesem Paladin-Tauren vorzunehmen, dem kleinen Pure, um euch das Startgebiet, das neue, zu zeigen. Aber dazu vielleicht später noch mal ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich hatte da jetzt drei Parts heute schon aufgenommen, beziehungsweise gestern und heute, die ich jetzt auf YouTube dann veröffentliche. Und hier die Shadowlands-Inhalte, die wollte ich dann tatsächlich mal hier im Livestream randaddeln. Eine Klamotte noch. Ich habe hier jetzt eine neue Kamera aufgestellt und zwar diesmal eine tatsächliche Kamera, so eine Sony Alpha 6000, die mich hier jetzt filmen soll. Und ich teste gerade immer noch, ob ich da irgendwie eine Verzögerung oder so drin habe. Aber ich glaube, das passt noch einigermaßen. Ansonsten muss ich das irgendwie mal anpassen. Ja, das kann sein, dass ich, wenn ich jetzt über eine Stunde noch dran bin, ich habe vergessen, im Vorfeld das Akku zu wechseln. Kann sein, dass irgendwann zwischendurch das Bild weg ist, mir das vielleicht gar nicht auffällt, keine Ahnung. Wenn es mir auffällt, wechsle ich das Akku, dann geht es eben halt hier weiter. Aber ich weiß noch gar nicht, wie lange wir hier überhaupt das machen. Wir haben ja jetzt in der Beta hier die Möglichkeit, Charaktere auf Stufe 1 natürlich anzulegen, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, auf der maximalen Stufe anzulegen. Und da seht ihr jetzt mittlerweile schon, hoffe ich zumindest, dass ihr das seht, die neue Maximalstufe ist ja Stufe 60. Das heißt, wir starten hier jetzt mit Stufe 50, was im Moment unserer Stufe 120 entspricht. Und so weiter. So, ich werde, auch wenn ich hier schon nochmal zwei angelegt habe, ich werde einfach mal einen neuen Charakter erstellen, damit ihr diesen Dialog auch mal seht. So, weil ich fand das eigentlich mal gar nicht so übel. Ich gehe mal kurz der Reihe nach durch. Wir sehen nämlich hier auch diese Animation jetzt. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Ja, hier, wupp, der Krieger. Und dann sehen wir hier auch gleichzeitig, die Krieger sind Kämpfer in Plattenrüstung, die nach Perfektion im bewaffneten Kampf streben. Im Gefecht erzeugen sie Wut, die für ihre Spezialangriffe benötigt wird. Rollen, Tank und Nahkampfschaden. Ja, voll drollig. So, allerdings, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Starten wir, oder wenn wir starten, bekommen wir gleichzeitig hier auf Stufe 50 natürlich schon gleich irgendeine Rolle zugeteilt. Wir sind also eigentlich komplett geskillt auf irgendwas. Ich hatte mir einen Krieger erstellt und der war sofort auf Fury. Ne, also gar nicht mal so auf Tank oder sowas irgendwie. Aber ich wollte einfach mal ganz kurz nochmal hier durchklicken. Ja, so kriegt man schon einen ziemlich schönen Eindruck eigentlich, ne? So einen optischen zumindest. Gar nicht mal so schlecht. Okay, hier sehen wir jetzt, kann halt die Klasse nicht. Gucken wir uns gleich an, genau wie Druide. So, Schamane, Wumms. Elementar. Ach, guck mal, das wäre es doch jetzt gewesen. Goblin, Mönch oder Dämonenjäger. Oh, eine nette Rüstung eigentlich, ne? So, wir können uns hier, ich weiß nicht, ob das nachher im richtigen Spiel auch so sein wird, ich kann es mir kaum vorstellen, aber zumindest hier in der Beta können wir eben halt auch die Vulpera, also wie Zanalari-Trolle und so weiter, ne, oder auch hier Kultirana-Menschen, ne, könnten wir uns anlegen. Aber warte mal, ich wollte mal kurz noch nach den Droide. Wobei, das sind ja jetzt die Hochbergtauren, ne? Hier, Paladin, jetzt pass auf. Boom, sieht der nicht lecker aus. Ja, jetzt bin ich natürlich, ich habe die Qual der Wahl, ne? Mit welcher Klasse auf Stufe 50 möchte ich denn liebend gerne starten? Hier kann, ja genau, die können ja auch. Ich tendiere tatsächlich dazu, eine Klasse zu nehmen, wo ich weiß, da werden wir keine großen Probleme haben. Und das ist dann tatsächlich der Tauren Paladin oder auch der Tauren-Druide. Ich würde tatsächlich jetzt den Tauren-Paladin nehmen. Einfach mit der Klasse glaube ich mich einigermaßen auszukennen, zumindest. Ein Todesritter wäre auch geil, ne? Ja, nee, komm, hier, Paladin.
Ach Gottchen, das Blümchen. So, wie nennen wir den denn jetzt? Ne, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Moment, ich mach einfach mal so. Ja, komm, ist Beta-Server, ne? So, das Gesicht. Ach, guck mal da, ja doch, ne, so eine richtige. Nein, ja, nein, ich will hier so eine richtig dicke Nase, will ich haben. So, Hautfarbe. Ja. Finde ich jetzt gar nicht mal so übel, die Auswahlmöglichkeiten, die wir hier so haben. Ne, ich lasse hier das Pennywise. Moment. Oh, schon weg. Das kommt ein bisschen besser, glaube ich. So, Augenfarbe, das kann man eigentlich lassen. Bärte, ja komm, Bart. Ja, doch alleine schon diese Schnellauswahl hier, finde ich. Oder diese Schnellübersicht. So, ich hätte eigentlich gerne andere Hörner. Wir gehen einfach mal weiter. Aha, okay, okay. Hornart. Das ist neu, ne? Da sind ein paar neue Sachen bei. So, finde ich ganz gut. Allerdings bin ich nicht so ganz, Obwohl, komm, scheiß drauf. In der Beta nehmen wir das einfach mal. Wir kloppen uns da die Blume ins Gesicht. Ne? Passt ja farblich zumindest. Das würde ich jetzt... Ich meine, wir können auch noch den Körper, Körperbemalung. Ne? Bär. Das sieht man ja meistens sowieso nicht. Bemalungsfarben. Ach, gibt schon auf jeden Fall schon mal einen netten Eindruck irgendwie, ne? Wisst ihr was? Wir sind ja Paladin. Wir sind ja mehr so die goldige Variante, ne? Nehmen wir den hier. Machen wir einfach mal beenden. Beziehungsweise, wir sind ja jetzt fertig. Ich halte zwischendurch einfach mal den Bubble. Und schauen wir mal. Wir starten ja auf Stufe 50. Booyah. Ne, verstehst du, was ich meine? So, das sieht ja schon mal lecker aus. Ja, loggen wir uns ein. In die Welt von Azeroth. Und genießen mal so ein bisschen die Shadowlands Beta. So, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht zu, wer weiß, wie einem merkwürdigen Geruckel kommt, wenn das Spiel wieder versucht, zwischen irgendwelchen Sequenzen hin und her zu schalten. Da habe ich ja in der Vergangenheit doch enorme Probleme mit gehabt. Dass immer, wenn eine Sequenz halt kommen sollte, ne, irgendwie hat der Rechner nicht geschafft, umzuschalten und ich habe hier nur noch irgendwelche Ruckelshows gesehen. Gucken wir erstmal, wenn das so sein sollte. Dann werde ich wahrscheinlich die Sequenzen eher abbrechen. Wir sind hier, wie gesagt, in der Beta. Wir wollen ja so ein bisschen gucken. Und selbst wenn da diese Work-in-Progress-Klamotten kommen, ne, kann man sich dann auch im fertigen Spiel angucken. Hier geht es nur mal so um den ersten Eindruck so ein bisschen. Und wie gesagt, wir sind in der Beta. Ne? Also es kann sich definitiv noch einiges ändern. Ne, wir nehmen also nichts als komplett hin, wenn wir sehen. So, jetzt haben wir erstmal unseren Bullwood. War doch Bullwood, oder? Ich habe so ein schlichtes Namensgedächtnis. Shadowlands. Im Hintergrund passieren schon irgendwelche Dinge. Bullwood oder Bullwood, so werde ich ihn nennen. So, wir haben hier direkt Erfolg, Erfolg, Erfolg. Veteran, ja, okay, das ist diese ja, Erfolge, die eben halt aufpoppen. Die seht ihr gerade nicht, ist aber auch gar nicht weiter dramatisch. Wir nehmen hier diese Quest an und hier sehe ich, okay, eine eisige Vorladung. Es ist Zeit, Paladin. Hochlord, bla bla bla, ich werde euch den Sturz jetzt nicht vorlesen. Ihr seht nur, Erfahrung, 850. Achtet mal jetzt direkt am Anfang auch so ein bisschen auf den EP-Balken. Und jetzt sehe ich das erstmal. Jetzt versuchst du dich Orgrim mal hier im Hintergrund einzuladen. Ach Gottchen. Deswegen ist alles so ein bisschen eine eisige. Ja, habe ich doch. Learn about your leader's fate. Okay, Leute. Durch den Anfang müssen wir uns jetzt ganz kurz durchruckeln. Ne, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ne, man ist eine Hauptstadt, es lese ich nichts rein. Alles ist kacke. Egal, wir...
habe ich aber wohl bemerkt, jetzt auch nur mit dem Aufnahmeprogramm. Also ich hatte gestern noch einfach mal so angetestet, habe, da hatte ich das auch nicht. Egal, komm hier. Ne, hier sehen wir schon hier Szene, die Anführer der Horde und der Allianz werden entführt. Ach ja, und was ihr auch seht, hier unten, ne, unsere Auras. Beziehungsweise wir sind hier irgendwie schon komplett ausgestattet. Hier, der DNT, Credits, Deadgate, Taken, getötet, 1. Okay, machen wir aber. Wir gehen einfach mal hinterher. Wrath of the Lich King. Ja, und ich denke auch tatsächlich hier, es werden teilweise vielleicht Sprachausgaben fehlen oder also Dinge, die noch eingesprochen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unspektakulär hier nachher stattfinden wird. So, jetzt sind wir hier im, ja, im Archerus oder wie das eben halt heißt, aber direkt über der Eiskronen-Zitadelle. Ja, okay, und wir sehen jetzt zumindest auf der Karte, wo wir hin sollen. Und da seht ihr, okay, ihr seht es nicht, ihr seht Standbilder, ne? Finde ich gerade interessant. Also meine Maus sieht man jetzt nicht, dann werde ich wohl deaktiviert haben, aber hier sehe ich dann auch gerade das Problem beim Umschalten. Ja, klack. Alles klar. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was kriegt ihr hier zu sehen, wenn ich hier jetzt drauf drücke, beziehungsweise das ganze Ding nochmal neu starten muss. Okay, dann bleibt das einfach so bestehen. Auch komisch. Ja, ich liebe Livestreams. Ich liebe Livestreams. Jawohl, ich habe vorhin ja, wie gesagt, schon mal angefangen, hier dieses Startgebiet für YouTube aufzunehmen. Und plötzlich gehen mir hier in der Bude überall die Rauchmelder an, ne? Weil Batterie leer oder so weiter. Also ich bin da echt, ich weiß nicht, es ist nicht mein Tag. Unabhängig davon habe ich hier gefühlte 49 Grad. Ne, es ist heiß. Nicht mehr warm, es ist heiß. Sehr heiß. So, könnte die Technik jetzt bitte von mir das eingeweichte Band abfahren? Ja, okay. Wir haben ja Zeit, ne? Genauso stelle ich mir auch den Launch vor von Shadowlands. Server down. Ja, aber schreibt es mir auch gerne mal im Chat oder in die Kommentare. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Wartet ihr auch schon sehnsüchtigst auf Shadowlands? Oder oder aus welchem Grund wartet ihr vielleicht auf Shadowlands? Oder ich meine, wartet ihr nicht? Seid ihr vielleicht gerade die ganze Zeit auch Battle for Azeroth am Spielen und denkt euch, ja, der Content ist mittlerweile so ranzig, ne, jetzt wird langsam Zeit? Oder habt ihr vielleicht sogar abgemeldet und wartet jetzt irgendwie auf Shadowlands? Okay, plötzlich, ne, alles gut. Wir stehen auf einmal Eiskronen-Zitadelle. Auch hier an den Questingern hat sich ein bisschen was geändert. Und wie gesagt, ich kann mir hier vorstellen, dass hier absichtlich ein bisschen Dialog rausgenommen wurde. Weil diese Sprechblasen jetzt, die sind ein bisschen... So, hier seht ihr auch, ne? Did you experience any issues? Comments. Ja, das kriegen wir im Moment eben halt auch nicht weg, ne? So, Rituale abschließen, das können wir gut. Also nur falls ihr euch wundert, hier unser
Neuer Lichtkönig, ne? Der Helm, der ist ja zerstört worden. Den Trailer haben wir ja gesehen. Ne? Und jetzt sind wir hier bei den Splittern von dem Helmchen, ne? Lord Helmchen. Ja, geht mal in Deckung hier. Ne? Achtung, Paladin, heiß und fettig und... Ah, okay. Ne, das ist ein bisschen blöd, dass eben halt keiner hier quatscht oder so von denen. Ich empfehle euch aber auch, guckt gar nicht mal so genau momentan jetzt hin, auch auf die Sprechblasen. Also lasst euch da wirklich hier von der Beta nicht spoilern. Und an der Stelle schmeiße ich das auch einfach nochmal in den Raum. Ne? Also solltet ihr nicht gespoilert werden wollen, okay, dann habt ihr euch eindeutig verklickt, wenn ihr auf den Stream geklickt habt. Ah, Todesritter. Nette Wumme. Okay, wir sollen das hier wirklich bis zum Ende durchziehen. Ja, wir machen hier gerade ein Ritual, um eben in, ne, diese Shadowlands zu kommen. Und selbst dieser Bulwar möchte und kann uns scheinbar nicht folgen. Ne, es war nie gedacht, dass Lebende diese Ebene überschreiten. Und hier wird es irgendwie auf einmal komisch. Ich stelle mir gerade wirklich so, ich meine, eigentlich ist dieses Shadowlands, also die Idee hinter Shadowlands, ist ja eigentlich gar nicht mal geil, ist so blöd. Es ist ja im Prinzip sowas das Jenseits, wenn man so will, so ein bisschen. Da, wo die Seelen hingehen, wenn und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man halt ohne Zeitreise, das wäre ja hier jetzt noch ein Hammer gewesen, kann man hier Charaktere einbringen, die eben halt schon längst tot oder besiegt sind. Das heißt, selbst die ganzen Schlachtzug-Instanzen, Instanzen, Schlachtzug, wie auch immer, könnte man theoretisch hier wieder irgendwie vereinen, ne? Okay, und wir sind in unserer Kampagne. Dann darf ich nicht vergessen, nachher auch an die Videos dran zu schreiben. Die schwarze Fanfare ruft Verstärkung. So, wir sind Vergelter Paladin. Das Spiel hat uns automatisch so ein bisschen dazu gemacht. Wir nehmen das einfach mal so hin, auch im Moment. Und hauen da mal so ein bisschen drauf. So, ja, ist altbewährt, ne? Komm her und befreie irgendwelche Leute und klopp irgendwo drauf. Wir sind gerade also irgendwie hier so, irgendwie halt aufgetaucht. Ich werde mal einen Blick drauf halten, wie gut wir hier jetzt überhaupt klarkommen. Ich meine, okay, ist die Beta, ist also nur indirekt repräsentativ, ne? Kann sein, dass immer noch dann skaliert wird. Natürlich ist auch ein bisschen schwierig rauszufinden, von wegen Rüstung. Wir haben ja jetzt nicht mehr... Oh, Moment, ich muss mal was umschalten. Interface, schnell plündern. Genau, warte mal, einmal an der Kamera kurz. Ne, das hat er. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Gucken, wie gut wir klarkommen. Durch die Skalierung, jetzt habe ich es wieder. Durch die Skalierung des Levels und auch der Rüstung. Und ihr seht ja auch, was wir hier an Schaden machen. Da hat sich ja alles zurückgesetzt, damit man eben halt nicht 100 Millionen Schaden macht und lauter solche Mätzchen. Ne? So, ich würde aber einfach mal behaupten, dass die Rüstung, die wir anhaben, schon ein sehr guter Durchschnitt sein soll. Vergeltungspaladin. Restaurator, Bauer. Okay, sind das jetzt die Dinger? Becher des Hyal, Speer von Voldin. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt meine spezial freigeschalteten Titel sind hier.
Rot Paladin. Eigentlich ne, Hochlord oder wie war das? Den habe ich mir doch extra freigespielt. So, ihr seht auch, ne, wir sind offensichtlich nicht alleine. Aber auch das war ja egal. Ne? Es war ja tatsächlich häufiger so, dass man direkt am Anfang dann auch in so einen Bereich kommt, so ein, ja, so ein Szenario, möchte ich es mal fast nennen. Ich finde ein bisschen traurig, also Szenario. Szenarios waren eine sehr gute Sache eigentlich, wie ich fand. Und die sind dann ja aber doch ziemlich rausgenommen worden aus dem Spiel, ne? Die war doch mal eben mit. So, hallo, wie kann ich dir denn weiterhelfen? Ja, und da sieht man dann auch der EP-Balken, wie er sich wieder bewegt. Ne? Manche Leute lungern da ja Ewigkeiten drauf. Ich fand das immer furchtbar. Oh. Aber wisst ihr was? Level 50. Ich meine, macht jetzt zwar keinen Sinn, aber... Ne? Lass mal gucken. Oh, warte mal. Da habe ich mich ein bisschen zu früh ins Getümmel gestürzt. Ich war irgendwie... Ja, hi. Ich war auf einmal verzweifelt, meine Heilung am Suchen. Ja, da ist sie. Schäme mich gerade so ein bisschen. Aber egal. Ja, einfach nur nach einer Ausrede suchend. Ich bin mehr der Tank-Paladin. Der macht meiner Meinung nach auch genug Schaden. Also zumindest bei Battle for Azeroth habe ich den, glaube ich, auch komplett auf Tank hochgeskillt, also, oder hochgespielt. Also egal, ob ich am Questen war oder in Instanzen oder sonst was. Ich habe kein Ziel. Okay, jetzt sehe ich erstmal, ich muss mich hier auch gar nicht großartig aufhalten. Ups. Was los? Kommen jetzt hier riesige Gegnermassen oder warum? Das sieht aus, als wenn ich mir mit 15 FPS irgendwie rumrenne oder so. Und hier jetzt auf einmal nicht mehr. Ich muss näher ran. Habe ich das jetzt richtig gesehen, was auch immer hier umgehauen werden sollte? Wurde gerade von der Gruppe umgehauen. Grrr. Hallo. Wow, was war das jetzt? Das war jetzt komisch, ne? Serverlex.
Ich achte mal überhaupt nicht auf irgendwelche Umgebungsschadensklamotten oder. Nee, ich hau einfach drauf. Okay, sammeln wir uns weiter vorn. Klar, ich bin halt eine absolute Pfeife auch als Vergelter, ne? Das sieht ja schon spannend aus hier. Ich sollte vielleicht nicht ganz so einfach so durchrennen, sondern mich ein bisschen mehr drauf einlassen, ne? Ich lasse unsere Ritter nur äußerst ungern zurück, aber gegen diesen Feind haben wir keine Chance. Mann, bist du ein Schwarzseher. Was sollen wir hier mal um die Ecke lunsen? Okay, wir haben einen Hinweis. Frostmagie. Welcher Spur soll ich folgen? Ich gucke halt, wo dieses Ding hier oben ist. Aha. Was hat denn hier Schleichen? Ich meine, okay, wir werden hier halt so ein bisschen durchgeführt, ne? Natürlich. Da hinten. Ah, Lady Jaina. Not proud more. Hallo! Ne, Schnuckelputzi. Ich weiß, was getan wird. Ne, Zuckerschnote, du. War in letzter Zeit drauf, ne, Zuckerschnote. Ich brauche ein Ziel. Tigel. Ja, hallo, ich habe den Chat jetzt gar nicht im Auge behalten. Und rechne auch damit, dass jeden Moment meine Kamera da oben ausgeht. Hey, jetzt sag doch mal, was los ist. Der Weg vor uns. Wird kein leichter sein. Okay. Szene. Ja, okay. Das haben sie halt noch nicht implementiert, damit man auch nicht so viele tolle Sachen sieht. Ja, immer rauf. Was sind aber doch schon. Harbinger. Warum nimmt man da so Wörter, die man nicht aussprechen kann? Warte, Moment, mir fehlt da gerade. Siegend heiß. Fällt mir da gerade was ein und ich werde es vielleicht mal erst testen. Werden ewig sein.
Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht, ne? Du warst nie, der war nie in Paris. Gerade so ein bisschen undurchsichtig, warum ich gegen den kämpfe. Ne? Irgendwohin teleportiert wird so zusammenhanglos. Was begehrt ihr von der Tochter der See? Ein Funke kann die ganze Welt in Brand stellen. Das ist eine Frage, die du nicht ohne vorher zu überlegen einem Tauren stellen solltest. Und worauf ich gerade hinaus will, ist zum einen, guck mal, wir haben Gold. Und das zweite war eigentlich, ja hier, Einhand, ne, Schild. Genau. Ich kann doch einfach wechseln, die Rüstung, die passt sich doch auch im Tank an. Mann. Also offensichtlich rennen wir hier irgendwo hin. Nein, ich will leben. Movement. Ja, warte mal, Leute, habe ich nicht mal hin eine Sekunde? Warum knallt hier ständig so ein Vogel auf den Boden? Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? So. Irgendwie. Die Ebenen der Qual. Ja, guck mal hier, ich sehe erstmal hier, Frawl ist auch mit dabei, ne? Der alte Lunsenkopf, der. Eure Zelle wartet. Der Kerkermeister hat Pläne für euch. Ihr könnt nirgendwo hin. Nichts entkommt dem Schlund. Ich drücke einfach mal hier so ein bisschen mit drauf. Wollte kurz warten, bis ich mal so ein Fenster irgendwie ergibt, wo man mal 2 Sekunden Zeit hat, den. Ihr werdet alle in Ketten enden. Ich muss näher. Ich glaube nicht, dass das so kommt, wie du glaubst. Erinnert mich irgendwie gerade so ein bisschen an Diablo 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeit für Träume ist vorbei. Oh, sag doch sowas nicht. Ich kenne da eine Dozentin. Die hätte jetzt Tränen in den Augen. Ist mir jetzt gerade egal, wie unerotisch das wohl ist. Okay, Talente sind irgendwie auch schon bis auf 2-3 Stück gesetzt. Ja, vor mir passieren irgendwelche Dinge, aber bevor ich da jetzt drauf eingehe, tatsächlich, Moment. Warum habe ich so unglaublich viel Tasche? Das ist ja unanständig viel Tasche, was ich hier habe. So, hat er. Na, guck mal, das sieht doch amtlich aus. So, was ist das hier für ein Zeug? Ja, okay, damit den Kriegsmodus kennen wir ja auch. Das war gar nicht mal so schlecht. 2 unverteilte Talente haben wir hier auch noch.
Da werde ich tatsächlich mal ganz kurz drüber gucken, obwohl, ne, hier ist ein bisschen rumgefingert worden, ne? So, was haben wir hier? Heile Kraft, ja, Chance. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Nehmen wir. Das ist eigentlich auch nett, ne? Während Gottesschild aktiv ist, werden alle Ziele innerhalb von 15 Metern verspottet. Wir sind ja in einem Tank irgendwie auch, ne? Der gefällt mir richtig gut eigentlich. Zornige Vergeltung hält 25% länger. Gucke ich gleich nochmal kurz. Und lässt Richturteil 2 heilige Kraft erzeugen. Wir richten ja ziemlich häufig mit unserem Urteil. Ne? Haben wir der Rechtschaffenen. Zornige Vergeltung. Lasst mal gucken. Zornige Vergeltung. 2 Minuten Abklingzeit. Irgendwie läuft hier alles auf diese zornige Vergeltung heraus. Ne? Also pro verbrauchter heiliger Kraft wird die verbleibende Abklingzeit von zorniger Vergeltung und Wächter der uralten Könige. 5 Minuten Abklingzeit ist schon amtlich. 2 Minuten auch. Ne, also entweder den hier häufiger anwenden oder wenn wir ihn anwenden, dass er heftiger ist. Ich glaube, ich würde erstmal dahin tendieren. Für den Anfang, einfach nur damit es auch weitergeht hier. Ja, guck, so muss Paladin aussehen. Nur ein bisschen goldiger. Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Eine kurze Ruhepause. Anduin war überzeugt. Unsere Verbündeten würden uns helfen. Ich gebe zu, ich wollte ihm nicht glauben. Aber ihr habt bestimmt viele Fragen. Ich helfe euch gerne, so gut ich kann. Aber nach... Wie lange ist es jetzt her? Wochen? Länger? An einem so finsteren Ort verliert Zeit jegliche Bedeutung. Verzeiht mir. Ich weiß nicht viel, aber hört gut zu. Quizziele. Sprich mit Jaina und Jakob. Komm, die Allianz wird. Doch, hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier tatsächlich ein Dialog normalerweise zu hören wäre. Der Kerkermeister. Die wahre Schlacht liegt vor uns. Ich werde tun, was ich kann. Ja, aus irgendwelchen Gründen erinnert sie mich hier total an Alyssa Milano. Also hier kriegen wir halt so ein bisschen erklärt und erläutert, worum geht es hier überhaupt, was passieren hier für Dinge. Ne, und warum sollte uns das halt alles interessieren? Ne? Das hat ihr alles mal irgendwie so auf den Punkt gebracht. Wird kein leichter sein.
Feldseance. Ja, hier sehen wir noch Englisch, ne? Questziele erlangt mit dem die Herrschaft, die Kontrolle über 5. Ja, okay. Kein Problem. Machen wir. Ne, Herrschaft. Herrschaft können wir. Ne, und jetzt, wo ich den Gegner mein Schild wieder ins Gesicht werfen kann, umso besser. Nicht angreifen. Schmerz! Ewige Verzweiflung! Dann bist du negativ. Ne, Achtung, jetzt kommt ein Insider. Da hat wohl einer den schwarzen Hut auf. Nicht angreifen. Ja, Moment, du musst ja nicht gleich aufeinander fallen. Das war. Ah, normalerweise, ich wunderte mich gerade. Nehme ich diesen Hammer hier. If I hit a hammer. Moment, 3. Wiege des Ruins. Ja, Moment. Man muss ja nicht gleich übertreiben, ne? Erstmal nehmen wir boshafte Schatten mit. Zerbröselt. Ich glaube, die haben die Reichweite von dem Richturteil aber hier erheblich. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Oh! Ewige Ne, da ist es endlich passiert. Hier, Moment. Ne, ich muss mal eben hier einen neuen Akku einlegen hier in die. Ne? Moment, eine Minute.
Okay. What is it? Alles klärchen, da sind wir wieder. So. Ja, wie wir sehen, der EP-Balken, ne, so ganz langsam bewegt er sich ein bisschen. Passiert, mein Freund. Ich renne einfach mal hinterher. Finde ich aber auch interessant hier. Diese Lampe, die ich hier habe, die scheint auch immer wurstiger zu werden, beziehungsweise immer dunkler irgendwie. Gerade sagen, und ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo er hingerannt ist. Ich bin hier offensichtlich falsch. So, jetzt hier. Nee, Moment, ich stand da jetzt gerade total auf dem Schlauch. Gerade irgendwie so ineffektiv. Mein Gott. So, wo bist du mit meiner Seele hingerannt, du Knaller? Ja, ganz ehrlich, mir fehlt hier jetzt irgendwie so ein bisschen Backstory noch, ne? Also ich nehme es einfach so hin, wir sind einfach so hier und irgendwie sind wir auch hier hingekommen, aus irgendwelchen Gründen. Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Wir alle haben unsere Dämonen. Ja, wir haben den da. Amalgam, ist das nicht das Zeug, was man immer beim Zahnarzt verwendet?
sorry. Ja, was ist los? Sind wir, der sieht aus wie ein Panda, ne? Der Frawl. Also, weißes Fell hier steht dir nicht, Junge. Nee, du bist ja mehr so der Herbsttyp, glaube ich. So, erreicht. Diesen Ort, den wir erreichen sollen. Erinnert mich irgendwie unglaublich an das Startgebiet der Dämonenjäger. Stirbt hier gerade der Server, oder? Naja, aber um euch jetzt mal wieder was Positives zu sagen, wir werden ja irgendwie geleitet hier, ne? Und die wahre Schlacht. Das ist die wahre Schlacht und zack, und dann wird man irgendwo hin teleportiert. Obwohl bei der Scherbenwelt, ne, war das nicht doch, bei der Scherbenwelt, bei Drenor, da ne, war ja überall irgendwie das Gleiche. Was begehrt ihr von der Tochter der See? Gebt acht. Also wir waren aus verspottet Anduin und geht. Ja, okay. Sturmwind weiß euren Dienst an der Allianz zu schätzen. Bleibt wachsam. Ja, okay, ja. Ich meine, da haben sie sich dann Gedanken gemacht, wie sie hier so eine verschrobene Welt irgendwie hinkriegen können.
Aber für ganz rund halte ich das hier jetzt den Anfang irgendwie nicht. Hier, warte mal, kann ich dir jemand mit deinem Tor helfen? Nö, weil fehlende Reagenz hier. Wisst ihr, woran mich das noch erinnert? Elder Scrolls. Oder anders, Elder Scrolls online. Da auch irgendwie plötzlich im Jenseits wach, ne, wach wird und ja, was bin ich, wer bin ich, wo bin ich? Ja, okay, dann flieht man halt mal eben schnell aus dem Jenseits, wie man das eben halt so macht im echten Leben. Hatte ich bislang auch nochmal angezockt, da müsste ich ja auch nochmal dran. Das Kreuz. Junge, du bist ein Schamane. Was machst du da für eine Wirbelattacke? Gibt's was du mir sagen willst? Ich meine, ja, wir wissen, er hat, glaube ich, die Axt, den Hammer. Wie hieß er nochmal? Dieser rote Ogre, rote Saufang? Irgendwie sowas. Wie gesagt, schlichtes Namensgedächtnis. Wie sieht denn das mal hier aus?